Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ibaldo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Michonne. Ja, wir werden gerade angegriffen von Randall und seiner Truppe. Da ist er, Randall, oder? Ich meine schon. Und ich würde direkt gerne hier rein in die Story. Da kommt er gerade, der Gute. Das wollen wir doch mal sehen. Mal sehen, was wir hier so alles machen können. Wir haben uns versteckt. Nein, 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 nicht rauskommen. Ich sagte es bereits, hol die Waffe. Weh, du holst die Waffe nicht. Aber lass uns schießen. Sie ist nicht die beste Schützin, hat sie gesagt. Genau, hier an dieser Stelle haben wir beim letzten Mal beendet. Okay. Angriff? Ich weiß noch nicht. Sollte ich angreifen? Es wird immer roter. Das ist der Bildschirm. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl. Irgendjemand muss ich hier angreifen. Where are you? War jetzt aber knapp, mein Freund. Ich suche mir natürlich auch den mit der Shoddy. Vielleicht kann ich mir dann das Gewehr schnappen. Na komm. Na komm. Du willst jetzt Bekanntschaft machen mit meiner Machete. Tschüss. Oh ja, her damit. Let's go. Und mach keinen Fehler, Junge. Mach keinen Fehler. Leuchtpistole. Die haben uns angegriffen. Und wir werden zurückschlagen. Ja, tschüss. Wir erlösen dich. Wir sind Michonne. Wir kennen keine Gnade. Ungeladene Gäste, ganz genau. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Mach keinen Fehler. Du kannst mit dem Gewehr nicht umgehen. Wow. Wo ist eigentlich das Gewehr? Warum hast du das weggeschmissen? Okay, wir brauchen kein Gewehr, offensichtlich. Ja, ja, der hat seinen Spaß jetzt. Nicht die Schaufel. Shit. Auf gar keinen Fall. Du kriegst uns nicht. Alter, hat er uns die Hand gebrochen oder den Arm gebrochen? Der sieht nicht mehr ganz so lecker aus, muss ich sagen. Er hat aber auch nichts anderes verdient. Ja, ich glaube, das war's mit Randall. Lock him in. Okay. Okay, das ist brutal. Aber das ist eben Michonne. Michonne. So, ich glaube, der kommt dann nicht mehr so schnell raus. Oh, eingerenkt. Okay. Die Schulter war ausgerenkt. Verstehe. Auch das können wir ganz alleine. Gar kein Problem für uns. Okay. Das ist schon hart. Das ist schon hart. You must be pretty proud of yourself, huh? Ja, und wie? Got yourself a golden goose. You think I'm shitting any eggs? Forget it. I'm asking the questions here. Say now, won't this be fun? That's Für dich nicht. Für dich nicht. Okay, walkie-talkie. Was können wir damit machen? Ja. Pete, where is he? That fella liked talking so much, I gave him another hole in his head to do it with. Was? Als ob. No. I'm just fucking with you. Oh. Randall? Randall, are you?
again, man. You, want to get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Someone should. Yeah! Tell her my hands are vice stuff, and I've swallowed a pint of my own blood. Where the hell are you? That's exactly what she wants to hear. Okay, Randall! Yeah. Ich geh selber. I got a few words for her. Gib keine Antwort. Hello, Norma. Ich hab deinen Bruder. Oh, hallo. Hello, Norma. Michelle. Oh. Where's my brother? Go on. Tell her. Don't spare any of the gory details. Call off your people, Norma. We can get to that, but there's something we gotta clear up first. I want the truth on this. You hear me? Did you hurt him? Oh, yeah. So much as breathed on my brother, I'll find you and make what happened on the ferry look like a goddamn picnic! That's a fucking guarantee! Randall shot an innocent man in the head. Anything I did to him, he deserved. What Randall did, that was a mistake. And I'll make sure he knows it. But I'll punish him, not you! Okay. Ist das so? Okay. Let's wind this down. If you've had his walkie-talkie the whole time, then you already know. We heard the shots. We know where you are. But if you let Randall go, maybe we can all walk away. Ist das so? Randall is the only family I have. And I'm not leaving him behind. One way or the other. As long as Randall keeps his shit together, then we can work something out. It's up to him. Be reasonable, Michonne. That's all I ask. We'll be there soon. You know, this alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's, then yours. Mm-hmm. Those are nett. Last but not least, those kitties too. I saw their little heads in the window. Der hat wieder Halluzinationen. Der ist nicht gut. Beruhig dich, Michonne. Kids. Schlage Randall. You know their skulls don't break so much as kind of melt like a rotted pumpkin. I'm not letting you hurt anyone. Well. Not until Norma gets here and I skip bare-ass free out the front gate. And that will happen. Michonne. Well. Hey. Hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. Boah, Alter. Was für ein Drecksack. What? Yeah. Got a big hole there now. Is that true? Please tell me he's fucking with us. Please. Sam, I'm sorry. No. No. Na, fühlst du dich jetzt gut, Randall? Der Drecksack. Sam! Kill my dad. Then why isn't this son of a bitch dead? First good question asked all night. Jones just been fumbling around like a bear cub fucking a football. He keeps opening his mouth. He'll be dead soon. We should do it right fucking now. You need to kill him, or I will. Dann sollte ich es tun. Eiskalt. Sam, wait! I ain't had the bell of the ball. Echt nicht. Well, maybe that's you. Because when this dance is over, you're fucked. Kill me. Duh. And Norma hunts you down until you're all dead. Fucked! Let me live, and I do even worse.
fucked. But we both know how this is gonna end, Michonne. You like killing. And you'd like killing me, wouldn't you? Sean, just Sean. Tell old Randall the truth. I got thick skin. You won't hurt my feelings. I'm sure you'd like to see me dead, too. If it's in the cards. Natürlich. Well, maybe. Maybe you think you can rise above all that. But there ain't no heaven up there, honey. And there ain't no hell down below. There's only this shit every day until you die. And you know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. Now that is some biblical shit, ain't it? If you got a point, get to it already. On my way, darling. Werden wir ihn damit den Kopf zertrümmern? This is the world your kids are dying in, Michonne. Whoa. Or died in, or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about that. Either way, they're suffering. And mommy isn't there. Nein. Oh. We all have our demons, honey. Some are on the inside. Some are sitting right in front of us, wondering. What kind of a mother brings a child into this mess of a world? There ain't no blue skies for them anymore. Alter, dieser Typ ist das absolut Böse. Ich musste es tun. Er wird nur Leid über uns bringen. Das war wahrscheinlich nicht die beste Idee, die ich jemals hatte, oder? Aber ruhige Zeiten haben wir jetzt. Ruhige Zeiten haben wir jetzt. Und ich habe gesagt, er bleibt am Leben, wenn er sich benimmt. Hat er nicht. Hat er nicht getan. You only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. You want to believe all lives and all deaths have a purpose. Einfach wieder englische Untertitel. Believe me, they don't. It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Okay. Das war schon Episode 2. Wir können die Entscheidung leider nicht sehen. Ich muss mir dafür in diesem Konto anmelden. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Interessante Episode auf jeden Fall. Ja, das war... Aber wenn ich das mal vergleiche mit den anderen Walking Dead Spielen, ja, mit den anderen Telltale Games, ist das hier schon sehr abgestumpft, oder? Also, ich werde jetzt hier nicht so von wegen, wow, was zum Henker passiert hier? So am Ende der Episode. Da ist immer so das Gefühl gewesen, wow, was zum Henker ist jetzt hier passiert. Aber das habe ich hier nicht. Habe ich hier nicht, noch nicht. Ich meine, wir haben jetzt die ersten zwei Episoden gespielt. Die Story ist ganz cool. Ja, da wir auch Michonne spielen dürfen. Einen wichtigen Hauptcharakter aus der Serie. Und das alleine macht es schon echt cool, muss ich sagen. Und das macht schon echt Spaß. Ich meine, wir haben in den anderen Teilen, ja, haben wir ja auch Unbekannte gespielt. Aber das ist im Grunde egal gewesen. Die Story ist das Wichtige. Aber die Story hier reißt mich nicht so sehr mit. Nicht so sehr wie die anderen Teile. Muss ich jetzt schon sagen. Aber Moment, wir haben ja noch eine Folge, was wir verdienen. Wir starten direkt und ich muss aufstoßen. Sorry. Was bisher geschah bei The Walking Dead? Fast zuvor. No!
Hey! Randall should be the one laying there, not your brother. Pete, if you're sure about this... Don't worry. I've got this. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michelle, what is it? Und sie sieht ja die ganze Zeit ihre eigenen Kids. Der Typ, ne? Also ganz ehrlich. Mach doch einfach das Tor zu. Weißt du, was ganz genau, was da draußen lauert. Und tschüss. Ja, ich hab's getan. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir es nicht getan hätten. Was wäre dann passiert? Wäre er trotzdem gestorben? Hätte das Mädchen ihn umgebracht? Sie hat ja gesagt, entweder du tust es oder ich tue es. Dann lieber wir. Wir kommen damit klar. Das Mädchen eher nicht. Ist jetzt meine Theorie. Er wäre sowieso gestorben, glaube ich. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Oh, okay. Wir sehen wieder unsere Kiddies. Oh, natürlich. Das zieht sich über alle Episoden hinweg durch. Die arme Michonne. 2 Wochen früher. Ja, hallo. Was ist denn da los? Ach ja. Hope you're not thinking about jumping. Because if you do, I'm gonna have to come in after you. Not looking forward to that. Water's gonna be an ice bath. Hm. Ja, würdest du? Really, you'd come after me. You're one of us now. Aww. And I can't be the only brains around here. Freezing my ass off. Yeah. Coffee will warm you up. Cool. Go on. Ja, warum soll ich das ablehnen? You'll be glad you did. Das können wir nicht ablehnen. Wir werden uns sehr freuen darüber wahrscheinlich. Na, wohl doch nicht. God damn, Oak. You can't call it coffee when more than half's whiskey. You sound like my ex-wife. She was more of a rum girl. Auch nicht schlecht. Hey, City, did you hear the one about the kittens who took over the boat? What? Oh, no. Virgo, no. He was a mutiny. Oh Gott. Eine Miauterei. Wow. I despised a lot of them when I first got on board, but they grow on you. Ja, das sind alles Gute. Okay, das ist jetzt kein schöner Vergleich. Ja. Warum auch nicht? Nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. Aha. But then a young girl got taken. We followed a trail. It wasn't hard with all the blood. Oh yeah. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. All 10 of us went in. Only I came out. Oha. Wieso? Why'd you go after her? Because back then, I still thought I could make a difference. After my brother, I just want to make it through another day. If
few weeks later, I came across Pete, ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions, didn't turn me away, just welcomed me in. Pete's a good goddamn egg in a rotten world. Absolute. I don't always get Pete, but I'm glad people like him still exist. I'll drink to that. Na dann los. Zum Wohl. Well, I think Berto's little routine is winding down, so we can finally play cards. Care to join us? It'd be nice to have you there. Besides, none of us can remember the rules. So, it'd be the most, unique game of Go Fish you've ever played. Auf jeden Fall. Yeah. Do me in. Sounds like a challenge. You might regret it when I'm not shitty of yours. Wird sie sich merken? Oh, sie hat Karten mit uns gespielt. Was passiert, wenn ich nicht mitgespielt hätte? Auch hasst dich jetzt aufs Leben nicht mehr. Sparsam Ufer. Darf ich jetzt selber auch Karten spielen oder nicht so? Wohl nicht. Oh mein Gott. Mhm. Das willst du nicht. Alter, der Schädel. Oh Gott, he's dead. How could you? Ernsthaft? If he's dead, so are we. Ja. He got what he deserved. Norma's not gonna care why you did it. I wanted this. I did, but seeing him now. Alle machen Rückzieher. I wish I'd been the one to do it. Oh. Nein, 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 nein. It was my dad, my family. I should have killed Randall myself. Ja, aber you're not a killer, Sam. Don't become one. You don't know what I am. Whoa, 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 das ist Sam, calm down. Eine my Leiche dad isn't zu treten. Even in the fucking ground yet, and you want me to calm down? I didn't mean he ruined everything. He killed. I know, you don't know. Wait. You hear that? Michonne, it's Pete. Ooh. Please pick up. Yes, yes, yes. Something's happened. Was denn? I don't have much time. We need to talk. Warum kann reden? Pete, where are you? Did you get away from Norma? No, it's not that. There's something you have to know. Norma and her people, they have the crew. Sadiq, Oak, and Berto. Oh. Oh. Don't worry. They're all in good hands here. But them staying that way is up to you. So listen closely. I'm willing to trade my brother for your friends. Cool. But anything you do to Randall, I will do to them. Do you understand? Ja, ich habe ihm gerade den Schädel eingeschlagen. Übrigens. Look, you don't owe us anything. I just want to keep them safe. That's my deal, Michonne. Got it? Na klar. I understand. That's what I like to hear. We'll be there by sunrise. Schön. Be ready for us. Oh mein Gott. Das wird übel enden. Das wird sehr übel enden, glaube ich. Die arme Crew. Die kann doch nichts dafür. Oh ja. Shit. Natürlich. Der Blick. Unerwartete Gäste. Das Lied ist ja ganz cool. Aber warum man das nicht überspringen kann, ist mir ein Rätsel. Was it for revenge? Was it for a battle? Was it for the love?
Schön. Ich mag das Lied. Ich mag das Lied, aber ich würde es gerne überspringen, weil wir es schon jetzt zum dritten Mal gehört haben. Episode 3. What we deserve. Was wir verdienen. Wenn das die Übersetzung war. Ich bin gespannt, wie das Spiel endet. Das ist die letzte Episode. Und was dann noch weiter passiert. Werden wir noch die Hauptgruppe sehen mit Rick? Würde ich feiern, aber glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher nicht. Jo, der sieht nicht mehr ganz so lecker aus. She's coming here for her brother. When she sees what we did. Das ganze Blut. At least he can walk, right? Naja. You can call that walking. Norma wants her brother. Auch nicht, glaub, it's not like there's another option. We just need to fool Norma long enough to get my friends back. Then what? Ja, dann Austausch und abhauen. Das wird, es wird sehr in die Hose gehen. Sehr. Norma's not gonna leave us alone. Nein, wird sie nicht. She won't stop just because we gave her her brother back. Even if he was alive, we still burned all their shit. So we run. After you trade for your friends, we haul ass to the back gate and get the hell out of here. But she'd take the house. Let her have it. She knows where we are now. Hiding isn't an option. So let's just go. Stop. Ja, aber wohin? Where do you propose we go? I don't know. Does it matter? Anywhere would be better than here. Naja. I can't fucking listen to this. Das schöne Haus. Wo will ihr denn hin? Sam, where are you going? Okay. Sam! Wohin will sie? He's not going anywhere. Das hoffe ich doch sehr. Oh, der Vater. Ich sag mal nichts. Sie will ihn höchstwahrscheinlich begraben. Höchstwahrscheinlich. Oh Mann. Damn it. Sam, stop. Maybe you're all ready to walk away, but I'm not just gonna leave him like this. Das verstehe ich. Wir müssen ihn begraben. Er ist immerhin der Papa. We couldn't give my mom a real funeral. My dad and I had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. Nein, nein, nein. Ich verstehe, natürlich. I understand. He should be buried with your mom. But we can't focus on that right now. We have to be ready to leave. I'm not going. Kriegen wir schon hin. Sam, was? You can't still be thinking my mom is here, Paige. Everything I have of her. And Greg, if you want to leave, go ahead. But I'm not coming with you. Okay. Alter. Die hat wieder ihre Tagträume, Albträume, Tag-Albträume. This house meant everything to my dad. It's all I have left. Du kannst nicht. I'm not just going to abandon it. I know you don't want to, but leaving might be your only option. It isn't safe here anymore. I know, but I can't just give up. We can fight. We can defend this house. Sure, klar. No matter what happens, thank you. I owe you my life. Sorry it took me so long to say it. Kein Problem, alles gut. Jetzt hilf hier. Halt es ja mal auf. Hilf, auf jeden Fall, hilf. Moment. Ja. Wir helfen. Wir können ihn da nicht liegen lassen. Das geht nicht. Sam wird sich das merken, natürlich. I know it's stupid, but I have to finish this. Ja. I've got some weapons stashed in my room. Old duffel bag should look familiar.
You should make sure everyone's armed before Norma gets here. Yeah. Ooh. Verkohlte Erinnerung. Alter, jetzt fliegen die Episoden hier aber auch voran, oder? Ihr Kind ist wieder da? Doch nicht. Das ist eine von den Taschen, die wir mitgenommen haben, oder? Oder die besser gesagt Sam mitgenommen hat. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Das sind die seltenen Passagen, bei denen man sich hier umschauen kann. Wünsche ich mir eigentlich viel öfter. Und man sollte sich auch viel mehr anschauen können. Man kann sich so wenig anschauen. So wenig. Eigentlich fast gar nichts hier. I was just... Was? Machst du mit der Knarre? Like. Nein, das ist nicht gut. I wasn't gonna shoot it. Oh. Just... Ja? You don't need that gun, James. I hope you're right. Mach keinen Fehler damit. Mach keine Dummheiten. Und gib mir die Waffe. Okay. Empty. Natürlich. Was ist mit der Knarre von James? Okay, wir können die nachladen, alles klar. Can I help? I wanna do something. Waffen nachladen, klar. Sure. Warum Go nicht? Ahead. Those slide in there. Round side forward. Er wird sie ja nicht abfeuern, ne? How could they Hoffe ich. Just die like that? Greg and Dad. I thought we were safe here. Nicht mehr. What am I supposed to do? Everyone gets scared sometimes. I'm not afraid. Nein. Leg die Knarre einfach weg, Mann. The guy who did it killed my dad. He's gotta... I mean... The things he said... The way he was laughing about dad. He can't get away with it. Randall is dead, James. I killed him. I heard you guys talking. There's more people coming to the house. Sam's hurt. If she... They can't hurt her too. You have to stop them. Your sister will be with me. I'll make sure she's safe. Ist das so? Here. Oh, danke. I don't know if I'm ready. You know, to have one. Take this to your sister. Norma's on her way. Things could go wrong in a hurry. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich hoffe, er gibt ihr die Knarre. Und ich hoffe... Ich hoffe, Sam kann damit umgehen. Hoffe ich sehr. Okay. Nu! Alter. Rich, what's hold up? Prisoners aren't cooperating. What do you want to do? We don't have time for this. Get him moving. Was? Sind die schon da? Okay. Sorge dafür, dass Paige Munition hat. Okay. Können wir uns vorher umsehen? Tür zu Sams Zimmer. Oh, oh, oh. Kinderzeichnung. Können wir uns angucken. I hope he's okay. Das hoffe ich doch auch. Wir haben die Munition ja dabei, ne? Nach oben gehen. Oh mein Gott. Habe ich gerade gesagt, es gibt kaum Möglichkeiten, sich Sachen anzuschauen. Ganz plötzlich haben wir ganz viele Möglichkeiten. Kann ich hier auch durch? Oh ja. Yeah. Warum hören wir die ganze Zeit diese Kinderstimmen? Alter. Okay. Right behind you. Sam's mom. Okay, die sind beschäftigt. She was pretty sick. Ja. Alle sind so ein bisschen krank, glaube ich.
Ich hoffe, dass hier nicht mit der Zeit, ne? Schürhaken. Not gonna be able to look at that the same way again. Warum? Oh, wegen dem... wegen der Wunde, die wir behandelt haben. Okay, ja, ja, klar. Oh, da ist aber eine Menge Blut. Das ist eine Menge Blut. Aber immerhin geht's ihr jetzt wieder besser. Kinderbilder. James and Alex. Wonder how they get through all this. Grammophon ansehen. Old record player. Soll ich das Spiel? Mal gucken, was da so läuft. Look, look, see that matchless host march along in the Lord they boast for Pharaoh's army got drowned. And oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, for Pharaoh's army got drowned. And oh, Mary, don't you weep. Who are the people who look so grand? They must be headed for the promised land, for Pharaoh's army got drowned. And oh, Mary, don't you weep. They are so happy, just hear them sing. They must be looking for the coming king, for Pharaoh's army got drowned. And oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep. Okay, reicht. Ich weiß nicht, ob das schön oder gruselig war, jetzt dieses Lied. Das kannst du auch genauso gut als Hintergrundmusik in einem Horrorfilm zeigen. Oder abspielen. Muss nicht sein. Okay, bevor ich hochgehe, kann ich in Sams Zimmer gehen? Nein, ich möchte nicht raus. Weltkarte ansehen. Wow, she's been all over the world. Those days are long gone now. Ja, und die Weltreise hat sie zum Glück hinter sich gebracht. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch möglich wäre. Ein Reisepass. Sims Passport. This must be her mother. Sophia Fairbanks. Almost out of space in these. Sophia Fairbanks, okay. Der Name sagt mir jetzt nichts. Tür zur Küche. Tür nach draußen. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Was war das? Zeitschrift. Sam's mom wrote this. Took Sam to see the Eiffel Tower. I don't think she cared much for it, but we found a little shop on the way back and ate about 50 macarons each. I blame the pregnancy. Sam blames our shared sweet tooth. At least Sam has some happy memories to hold on to. Immerhin. Immerhin etwas. Raus. Wir sollen ja zu Paige gehen, ne? Und ihr Munition bringen. Ist das draußen oder ist hier oben? Ich gehe erstmal in die Küche. Oh, von hier kommen wir. Okay, dann gehe ich... Moment, was? In die Garage? Oh, wir gehen in die Garage. Mal gucken. Ich hoffe, Paige ist nicht hier. Oh Mann. Alles klar bei dir, Randall. Na? Blut auf dem Boden. What a mess. Ja. Schön ist das nicht, ne? Schüttelt nur den Kopf. Geht auch. Schraubstock. Worked better than I thought. Das stimmt wohl. Er konnte sich nicht losreißen. Das war sehr, sehr stabil, das Ding. Ein Benzinkanister. Nearly empty. Fast leer, aber es ist noch ein bisschen was drin. Okay, Schweißbrenner haben wir ja auch. This must be how they reinforce the gate. Hope it keeps Norma out. Bezweifle ich sehr, ehrlich gesagt, dass sie draußen bleibt. Okay, mehr ist hier nicht. Oder? Ist hier noch mehr? Kann ich rausgehen? Oh. Huch. Nähere dich, Sam. Lass Sam in Ruhe. Warum nicht? Wir gehen hin. Ich war noch nicht oben. Ich will noch nach oben.
Hey, Sam. Hey. Thanks for before. I couldn't have moved it myself. Na klar. Something you need? Ja, du solltest mit James sprechen. I ran into James inside. Should really go talk to him. I know. I know nothing I say is gonna make it any better. Paige thinks we're not safe here. Now we need to move on. Bet she's trying to convince you to leave too. She's wanted out of here for a while. Guess she's found her chance. You should try talking to Paige. Are you really ready to let her walk away? If you care about each other... Then she should understand why I need to stay. It's just... so much of this place is my dad. It's all of us. Das verstehe ich. He worked his way up from nothing. Took a job cleaning houses, paid his way through law school. When he bought this house, it was proof that he'd made a better life for us. We grew up here. Maybe I'm crazy, but I can't let that all be for nothing. He was so proud of what he built. This place kept us safe. We were happy here. Not done. I get it. The world tries to take everything you love. You have to hang on to what's important. I can't lose anything else. Ist halt nur, wenn alles brennt, bringt das nichts. Wenn alles brennt, bringt das nichts. Da muss man hier abhauen. Okay, Randall. Ich bin wieder weg. Tschüss. Gut, dass wir nochmal zurück können. Ich denke, Paige ist oben, oder? Ich denke schon. So, Garage waren wir jetzt. Da gehen wir hoch. Is that music? Das höre ich auch. Alter. The Shining. Einfach Shining hier.